Servus, grüezi und hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Badenfarmer und freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du dich wunderst, warum wir hier vor dem Weißen Haus stehen in Washington DC und nicht gerade mit dem Traktor über das Feld fahren und warum ich die Mistgabel gegen ein Sturmgewehr eingetauscht habe, na, dann bleib dran, nach einem kurzen Intro gibt's die Auflösung. Wir hielten vieles für selbstverständlich. Den heißen Kaffee am Morgen, kostenloses WLAN an jeder Ecke. Als uns das genommen wurde, haben wir überlebt. Als die Kommunikation zusammenbrach, Züge stehen blieben und das Internet offline ging, haben wir überlebt. Doch als die Apotheken geplündert wurden, die Krankenhäuser dicht machten, wurde selbst Asthma tödlich. Und als die Polizei uns nicht mehr schützen konnte, hattest du da eine Waffe? Oder dein Nachbar? Einige überlebten. Wir sind eine zähe Spezies. Als unsere Gesellschaft zusammenbrach, fanden wir Wege weiterzumachen. Und nun, zum ersten Mal seit Jahrhunderten, ist das, was wir wollen, wirklich das, was wir brauchen. Im Angesicht der Katastrophe haben wir uns gegenseitig geholfen. Wir errichteten neue Gemeinschaften auf den Ruinen der Alten. Wir passten uns an. Wir haben überlebt. Wir haben ein neues Normal geschaffen. Doch es gibt auch die, die nichts aufbauen. Nichts erschaffen. Hyänen, die von den Schwachen zehren. Sie ließen unsere Welt bluten. Aber wir sind nicht allein. Ein paar Mutige haben geschworen, uns und was übrig ist, zu beschützen. Sie einen uns. Sie erinnern uns daran, dass wir ein Volk sind. Sie sind unser Schild, unser Licht. Aber wenn dieses Licht erlischt, wer kann uns dann noch retten? Der Ausbruch ist nun schon 7 Monate her. Wir fürchten uns weiter vor dem Virus, dem grünen Gift. Doch die echte Gefahr lauert da draußen und wartet. Nun ist das Geheimnis also gelüftet. Ich bin Agent of the Division. Im normalen Leben als Landwirt unterwegs wurde ich jetzt aktiviert und werde hier helfen, Washington wieder zu befreien. Ja, nebenher bin ich auch Assassine oder Abenteurer, Klammer auf, Uncharted, Klammer zu, oder spiele in meiner Freizeit auch mal Golf. Mit anderen Worten, zukünftig werdet ihr hier auf dem Kanal des Öfteren auch andere Spiele sehen. Ich habe einfach Bock, ein bisschen auch mal was anderes zu spielen. Natürlich bleibt der Landwirtschaftssimulator mein Favorite und wir werden auch weiterhin viel, viel Landwirtschaft spielen. Aber zwischendurch muss halt auch einfach mal was anderes sein und gerade die Uncharted-Serie oder die Assassin's Creed-Serie haben es mir ebenfalls angetan und machen mir unheimlich Spaß. So, nichtsdestoweniger wollen wir uns jetzt langsam ins Abenteuer stürzen. Wie gesagt, Washington ist bereits befreit und wir sind auf der Jagd nach Aaron Keener und deswegen werden wir uns jetzt nach New York begeben. Ich habe hier gerade einen Funkspruch erhalten. Wir werden dringend dort benötigt und ein Hubschrauber wartet bereits auf uns. Also, los geht's und gehen wir zum Hubschrauberlandeplatz. Nicht zu diesem, der fliegt uns woanders hin. Aber wir wollen, wie gesagt, nach New York zu den Warlords of New York. Und da steht unser Gefährt. Hier wartet man bereits auf uns. Und dann werden wir uns mal mit unserem Piloten unterhalten. Sind Sie bereit für New York? Und ich bin ja sowas von bereit für New York. Also nach New York wechseln. Es geht los. Die Division hat in der City Hall schwere Verluste hinnehmen müssen.
Wir vermuten einen gezielten Angriff. Isaac meldet eine unbekannte biologische Verbindung. Sie wirkt äußerst schnell und ist tödlich. So etwas haben wir noch nie gesehen. New York hat Agents von der gesamten Ostküste angefordert. Sie brauchen Hilfe. Felau ist unsere Ansprechpartnerin. Hier ist Cardinal One. Hey, bitte Landeerlaubnis. Cardinal One, ich wiederhole. Hey, bitte Landeerlaubnis. Agent Blau, wir müssen sofort landen. Hören Sie? Blau, hören Sie mich? Scheiße, wir müssen da landen. Menschen im Gebäude. Vorsicht, Sie haben eine Biowaffe. Tragen Sie Ihre Masken, verstanden? Kommen Sie, wir müssen darauf. Unbekannte biologische Verbindung entdeckt. Kontaminierter Bereich. Scheiße, das ist schlecht. Isaacs Messwerte sprengen jede Skala. Sehen Sie sich um und halten Sie nach Überlebenden Ausschau. Wir müssen da runter. Kommen Sie! Wir sind bei der City House. Ich helfe den Überlebenden. Die Helfensiedlung schickt Sanitäter. Sichern Sie den gesamten Bereich, bevor Sie eintreffen. Da kommen Rikers durch den Keller rein. Agent, geben Sie uns Feuerschutz. Ich schaffe die Leute raus. Pass die Maske auf. Ich würde dem Ding kaum atmen. Dragoff sagt, wenn du leben willst, dann halt die Maske auf. Agent, hier Lau. Im Keller ist ein Überwachungssystem. Wir müssen rausfinden, wer für den Angriff verantwortlich ist. Versuchen Sie, die Bänder zu beschaffen.
Kontaminationsquelle entdeckt. Bleiben Sie vom Rauch weg. Ich glaube, unsere Masken kommen damit nicht klar. Aktiver Server entdeckt. Download startet. Gesichtserkennungsanalyse wird durchgeführt. Analyse beendet. Javier Kajika, James Dragoff, Theo Parnell, Vivian Conley. Status abtrünnig. Analyse beendet. Aaron Keener. Status abtrünnig. Sie betreten einen kontaminierten Bereich. So, da waren sie also. Unsere fünf Ziele für diese Mission. Aber dass so schnell eine Waffe daraus wird. Wir hätten uns vorbereiten sollen. Lau, die Sanitäter sind da. Sie bergen die Überlebenden. Wir treffen uns in Haven. Ich schicke die Koordinaten. Wir haben viel zu besprechen. Ja, genau. Wir werden uns in Haven treffen. Also nochmal, da haben wir sie gesehen, die fünf Ziele für diese Mission. The Warlords of New York und ganz oben an der Spitze Aaron Keener, der als abtrünniger Agent ja sehr, sehr viel Unheil geschaffen hat, schon im ersten Teil von The Division und jetzt auch, und eine Gefahr darstellt. So, und deswegen müssen wir ihn ausschalten und seine vier Kumpanen ebenfalls. Das ist die Aufgabe für diese Mission. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir die City Hall erreichen. Beziehungsweise City Hall zunächst einmal verlassen. So. Und das hätte ja am Anfang schon ganz schön schnell ins Auge gehen können. Da habe ich die Sache dann doch ein bisschen unterschätzt. Und wäre beinahe ans offene Messer gelaufen. Ja. Ansonsten werdet ihr mich jetzt bei diesem Gameplay nicht so häufig hören, sondern wir konzentrieren uns auf den Kampf. Gegner, ich brauche sie hier oben. Sie verlassen einen kontaminierten Bereich. Ist nicht wahr! Auf geht's!
Okay, also The Haven ist unsere Zentrale und da werden wir wohl jetzt als nächstes hin müssen. Okay. Let's go. Schon komisch hier zu sein, wo alles begann. Sie hatten sicher schon eine Vorstellung, wie es sein würde. Sie denken, dass der perfekte Sturm nötig war, damit alles so schief läuft. Aber wenn man genau hinsieht, erkennt man, dass es überall hätte passieren können. Amherst hat sich für New York entschieden. Vorsicht, Agent. Das sieht nach Ärger aus. Gehen Sie in Deckung. Zielen Sie auf die Tanks. Das sollte Sie aufhalten. Kommen Sie, wir müssen weiter. In DC habe ich ziemlich abgefahrene Dinge über die Cleaners gehört. Sie glauben offenbar, dass sie die Stadt nur retten können, wenn sie alles verbrennen, was kontaminiert ist. Kaum zu glauben, dass das mal ganz normale Menschen waren. Kommen Sie schnell nach Haven. Erwarten Sie aber keine herzliche Begrüßung. Der Leiter Paul Rhodes ist kein Fan von mir. Wir möchten mit Rhodes sprechen. Ihr seid hier nicht willkommen. Wir haben genug Agents aufgenommen. Das endet nie gut für uns. Haut ab! Lass sie rein. Rhodes will hören, was sie zu sagen haben. Na gut. Das ist Haven. Diese Siedlung wurde vor einigen Monaten von Ex-JTF und zivilen Freiwilligen gegründet. Sie nennen sich Peacekeeper. Das ist der sicherste Ort in Lower Manhattan. Sie haben Security, Nahrung, Nachschub, einfach alles. Allein die Tatsache, dass sie nicht von den Rikers oder Cleaners überrannt wurden, ist beeindruckend. Ihre Begeisterung für die Division hält sich in Grenzen. Wir müssen sie überzeugen, uns bei der Jagd auf Keener zu helfen. Wir treffen uns in Rhodes Büro. Er mag mich nicht. Es gab Differenzen. Hoffentlich können wir dort bleiben. Tja, wie gesagt. Ich sehe nach den Überlebenden. Das nennt man mal eine wirklich herzliche Begrüßung. Okay, wir sind jetzt hier in Haven. Aber irgendwie kommen wir hier nicht durch. Da müssen wir lang. Und uns mit Rhodes unterhalten und uns anbieten, ihm zu helfen. Verdammt! Die Division hatte ihre Chance. Wir müssen uns neu formieren. Aber sicher nicht hier. Und was, wenn Haven Kinas nächstes Ziel ist? Soll das ein Witz sein? Sie machen uns zum Ziel. Wir können sie schützen. Na, vielen Dank. Wie in Hell's Kitchen. Ich fall nicht nochmal auf die Scheiße rein. Wir kämpfen hier denselben Kampf. Mag sein. Aber unsere Lage ist inzwischen deutlich besser als damals in Midtown. Die Leute fühlen sich sicher. Das stimmt. Die Lage hier mag uns jetzt sicherer erscheinen. Aber dieses Gefühl kann genauso gut trügerisch sein. Es wird rau da draußen, Paul. Aber du entscheidest.
was nötig ist, um Kena zu kriegen, dann müsst ihr hier raus. Ihr alle. Kena ist unser Hauptziel, aber keiner weiß, wo er sich aufhält. Der Dreckskerl versteckt sich irgendwo und plant seinen nächsten Zug. Dank der Aufnahmen aus der City Hall haben wir eine Spur zu den anderen vier abtrünnigen Agents. Theo Purnell, Tech-Spezialist und Verschwörungsexperte. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt, aber er muss etwas mit den Überwachungsdrohnen zu tun haben, die wir verfolgen. Eine von ihnen wurde am Civic Center abgeschossen. Sie müssen sie für uns bergen. Vielleicht finden wir ihn ja über die Metadaten. Vivian Conley, Expertin für Sprengstoff und in der Führungsebene der Cleaners. Wir erhalten Berichte über immer aggressivere Cleaners-Angriffe in Two Bridges. Melden Sie sich dort bei den Peacekeepern. Die behalten Sie im Auge. James Dragoff, Experte für schwere Waffen und Anführer der Rikers hier in Lower Manhattan. Er steckt in einer befestigten Anlage in der Wall Street. Ein paar Agents suchen schon länger nach einer Schwachstelle. Im lokalen Safehouse erhalten Sie mehr Infos. Javier Kajika, Experte für taktische Einsätze. Er ist ein Geist, aber mit beachtenswerter Handschrift. Wir wissen von mehreren überfallenen Patrouillen in Battery Park. Wir sind sicher, es war Kajika. Am besten verfolgen wir seine Spur und sehen, wohin sie führt. Verlieren wir keine Zeit. Die Verfolgung jedes dieser Ziele bringt uns näher an Kena heran. In der Zwischenzeit unterstützen wir sie von Haven aus, so gut es geht. Viel Glück, Agent. So sieht's also jetzt aus. Wir sind jetzt in Haven und unsere Aufgabe wird es sein, die vier Agents, diese abtrünnigen Agents zu finden und zu eliminieren, um dann am Schluss an Kena heranzukommen. Okay. Tutorial, glaube ich, können wir beenden an dieser Stelle, denn im Groben wissen wir ja, was zu tun ist. Nebel des Krieges, Untersuchungsgebiete, Wegmarkierungen platzieren. Wir müssen uns Gedanken machen, welche Missionen wir als erstes angehen. Und ich würde sagen, gehen wir doch einfach mal Richtung abgestürzte Drohne. Fangen wir auf 12 Uhr an und dann bewegen wir uns im Uhrzeigersinn mit Brooklyn Bridge, National Bond Bank und dann hier diese Wolkenkratzer unter Quarantäne als vierte Mission. Legen wir also los. Parnell war Drohnenpilot, bevor er abtrünnig wurde. Er kennt Drohnen in- und auswendig. Offenbar verwendet er modifizierte Drohnen zur Spionage für Kena. Wir haben Glück. Ein Peacekeeper hat eine abgeschossen. Werfen Sie einen Blick auf die Drohne. Vielleicht finden wir so Hinweise zu Parnell. Ja, würde ich doch sagen. Machen wir und schauen uns mal die Drohne an. So, ist das die richtige Richtung? Ja, hier kommen wir wieder raus. Sehr schön. Wie immer, die Waffen erstmal gut durchladen. Two Bridges ist der Bereich, der sich am längsten nach dem Ausbruch gehalten hat. Viele der dort Ansässigen weigerten sich, ihre Häuser zu verlassen und in Sarah Camps zu ziehen. Die haben dort Nachbarschaftszentren gegründet, statt der Regierung zu vertrauen. Die meisten haben nicht überlebt. Mit den Cleaners und anderen Fraktionen, die dort Chaos verursachten, war es dort nie wirklich sicher. Heute sind nur noch wenige übrig. Die wollen zum Civic Center, dem ehemaligen Hauptquartier der Regierungs- und Vollstreckungsbehörde. Aber das ist es schon lange nicht mehr. Zu Beginn des Ausbruchs fanden hier Proteste und Aufstände statt. Jetzt ist es eher eine Gedenkstätte für die Gesellschaft, die wir verloren haben. Aha, schauen wir mal, was hier hinten ist. Aha, hier geht's aufs Dach. Und ich höre schon wieder potenzielle Gegner. So, wie kommen wir hier am besten wieder runter?
indem wir einfach springen. Okay. Ah. Nee, die sind von uns. Die Gegner werden hier rechts sein. Aber die Patrouille wird uns mit Sicherheit beim Kampf unterstützen. So, da sind sie. Ich hole mir die Schweinebacke. Und da hinten ist auch noch einer. Okay. Aber wir wollen zur Drohne halten. Lassen wir uns einfach nicht aufhalten. Signal in der Nähe entdeckt. Sie nähern sich der Drohne. Entfernen Sie den Transceiver. Mal sehen, wo der uns hinführt. Tja. Da bin ich jetzt aber auch gespannt. So. Nach oben? Oder hier lang? Sackgasse. Aber irgendwie war ja fast logisch, dass sich die Drohne auf dem Dach befinden wird. Ups. Na? Hat anscheinend ein bisschen Höhenangst, der Kollege. So. Jetzt müssten wir aber gleich da sein. Jetzt da lang. Hier. Ist schon ein bisschen her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ist ja auch schon, glaube ich, 2 Jahre her. So, da ist die Drohne. Aber so grob weiß man natürlich noch, worum es geht. Grob weiß man, was passieren wird. Nehmen wir die Drohne. Transceiver gesichert. Ladekommunikationsprotokoll. Die Bergung des Transceivers ist ein guter Anfang, aber wir brauchen mehr, um Pioneer zu finden. Ein Agent hat seinen letzten Bericht bei einer Siedlung in der Nähe hinterlassen. Er sollte relevante Daten enthalten. Sie sollten die beiden in Verbindung bringen und die Muster finden, die uns auf die richtige Spur bringen. China, komm. Hier, China. Womit haben wir es zu tun, Theo? 2 Wachen im Wechsel, 6-Stunden-Schichten. Die sind von der JTF, keine Agents. Das sollte ziemlich einfach werden. Patrouillen jede Stunde. 4 bis 6 Leute. Auch die sollten kein Problem sein. Und das Gebäude? Isaac hat die Pläne. Ich habe für Conley markiert, wo sie die Ladung anbringen muss, damit das Gebäude maximalen Schaden nimmt. Gute Arbeit, Theo. Was würde ich nur ohne dich tun? Tja, was würden wir ohne Theo tun? So, wo müssen wir hin? Aha. Die Bergung des Transceivers ist ein guter Anfang, aber wir brauchen mehr, um Pioneer zu finden. Ein Agent hat seinen letzten Bericht bei einer Siedlung in der Nähe hinterlassen. Er sollte relevante Daten enthalten. Sie sollten die beiden in Verbindung bringen und die Muster finden, die uns auf die richtige Spur bringen. Mit Sicherheit müssen wir uns den Weg dorthin freikämpfen. Und die Gesellen mögen uns gar nicht. Jetzt werden wir uns doch mal kurz in Sicherheit bringen. Na, hängen wir ein bisschen fest. Sich nähern Feinde erkannt. Wie immer auch hier, viel Feind, viel eher.
Oh, da oben sind auch welche. Ein kleines Wespennest gestochen, so wie es aussieht. Werden wir ein bisschen an unserer Rüstung arbeiten müssen. Ich glaube, da bin ich etwas underdressed. So, wo springen noch welche rum? Da ist noch irgendeiner. Ja, aber der ist zu weit weg. Ich brauche definitiv Feuerunterstützung. Ach, kann es sein, dass ich hier noch in einen Konvoi reingeraten bin? Okay, das erklärt natürlich vieles. Scheint sich einer anzuschleichen. Von rechts. Und da ist der schwer gepanzerte Feind. Schauen wir mal, ob man da was mit unseren Raketen. Na? Kommst du in den Sucher? Nein. So, jetzt müsste er, glaube ich, hoch genug sein. Na, hier rüber. Grüße. Kontrollpunkt eingenommen. Gute Arbeit. Tja, macht man doch gern so im Vorübergehen. Man hilft, wo man kann. So, schauen wir mal, was wir noch einsammeln können. Na, warten wir mal. Bevor wir hier die Kollegen zur Unterstützung ranholen, sammeln wir erstmal ein, was wir uns hier verdient haben. Und mit einem kurzen Blick auf die Uhr sehe ich gerade, dass wir jetzt 30 Minuten hinter uns gebracht haben für diese Aufnahmesession. Und an der Stelle holen wir jetzt mal unsere Alliierten. Verstärkung unterwegs. Und ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken. Sich nähernde Feinde erkannt. Während ich mich hier dann um diese näher kommenden Feinde noch kümmere, Augenblick, das werden wir noch machen. Das werden wir noch machen. Machen wir keine halben Sachen. Schnell gepanzerter Feind erkannt. So, die kommen von dort. Da ist er ja, der schwer gepanzerte Feind. So, gehört die Base jetzt nun uns oder nicht? Und wo sind die Kollegen?
Wo bleibt die Verstärkung? Die ist noch ein ganz schönes Stück weit weg, 130 Meter. Ich nutze jetzt dennoch die Gelegenheit, mich von euch zu verabschieden mit einem kleinen Tänzchen. Bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr folgt mir noch ein bisschen weiter hier auf dem Kanal und meinem kleinen Gameplay Warlords of New York. Ich sage recht schönen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Baden-Farmer. Und wie immer, tschüss, ciao, cheerio. Zum Nachschubraum freigeschaltet.